Hallo zusammen. Wir sind hier im Herzen von Chur, am Bahnhof ganz genau gesagt. Das ist Nina, ich bin Robert. Unsere Fahrt führt bis jetzt von Chur nach Reichenau. Und zwar genau an dieser Stelle, wo der Vordere, wo ihr auf dieser Seite seht, wo im Bündner Oberland entspringt. Und am Hintere, wo im Rheinwald entspringt, die tun sich hier vereinen oder verheiraten. Und von hier weg heisst das ganze Zeug eigentlich nur noch Rhein. Der Rhein hat eine Gesamtlänge von 1240 km, fließt in die Nordsee bei Rotterdam und ist eine der wichtigsten Wasserstraßen auf der ganzen Welt. Und es ist der längste Fluss in Nordeuropa. Zurück zu dem Rhein, weil ich bin in Ilanz aufgewachsen. Ilanz ist die erste Stadt am Rhein, da fahren wir auch noch durch. Und das ist eigentlich, die beiden Punkte verbinden, die älteste Stadt von der Schweiz mit der ersten Stadt vom Rhein. Der Rhein ist natürlich immer etwas Magisches. Man hat viele Kindheitserinnerungen mit Fischen und mit Feuern und Servalabrötel und so weiter. Darum, ich finde es einfach, ist etwas Tolles. Also, genug mit den Superlativen, die ihren Ursprung im Bündnerland haben. Von denen gibt es nämlich noch ganz einen Haufen. Wir verlassen jetzt Reichenau, fahren richtig über Bonaduz in die Reichsschlucht rein. Und dann sehen wir uns wieder im Zentrum der Reichsschlucht. Also, wir sind hier im Zentrum oder im Herzen der Reichsschlucht. Wie ihr seht, eine wunderbare Aussicht. Geht ganz weit runter. Hier auf unten sehen wir den Vorderrhein und auch die Strasse der Rätischen Bahn. Wir sind hier auf der Versammer Tobelbrücke. Die ist 1897 erbaut worden. Und ich habe keine Ahnung, wie hoch die Brücke ist. Aber wenn ich hier runter schaue, kommt es mir halb trümmelig. Und darum habe ich das Ding damit genutzt, um zu schauen, wie tief das ist. Also, ich bin den Ballon raus. Dann wir mal schauen. Wir fangen an mit Zählen. Bereit, fertig, los. 21. Oh, Scheiße. Du dich nicht auch. Das war nichts in diesem Fall mit der Höhenmessung. Aber es ist tief. Tschüss.